Servus, Salve und Hello. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist der 16. Juli und wir haben 11.42 Uhr, wenn ich diesen Clip hier anfange. In diesem Clip geht es um den Stanpur 500. Habe ich jetzt auch schon fast 5 Wochen nicht mehr gemacht. Oder ja, war doch 5 Wochen. Und das letzte Mal hatten wir dieses Kuddelmuddel hier zwischen 10-20-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie. Da hat sich gar nicht so viel getan. Aber das sind also die Kurse per gestern Abend, also wir haben jetzt heute Donnerstag, per Mittwochabend, so hat der Freund geschlossen. Mit einem Umbrella Doji am oberen Band. Wir haben hier sozusagen 3 Kerzen, die als Widerstand fungiert haben. Ich mache mal hier das rüber. Und das war bei 3.223. Gestern haben wir den höchsten Schlusskurs gehabt, wenn ich das richtig sehe, seit Ende Februar. Und der Schlusskurs ist 3.228 mit eben diesem Umbrella Doji. Das ist eine ganz heiße Geschichte hier. Dass das kann sein, muss nicht. So möchte ich es formulieren. Wir sind deutlicher weg von der 200-Tage-Linie. Wir sind über 20, wir sind über 10. Von den gleitenden Durchschnitten her ist alles in Ordnung. Wie gesagt, wir sind am oberen Band. Aber die Bänder, es ist noch nicht gravierend. Sie gehen ein wenig auf. Ich glaube, dass der heutige Donnerstag und morgen der Freitag ganz, ganz wichtig sind für die nächsten 200 Punkte. So, dann haben wir hier unten, Sie sehen, dass wir ab Ende Mai haben wir eine Seitwärtsphase. Und dann schauen Sie mal hier, was das MACD macht. Das ist einfach nur seitwärts, oszilliert um die Nulllinie herum. Das ist nicht so eine schöne Sinushaftigkeit, wie wir es hier hatten. Ist neutral, aber genauso wie im DAX, genauso wie bei anderen Indizes, ist das natürlich ein idealer Nährboden dafür, den Indikator in die Richtung zu ziehen, in die der Markt sich nach Überbieten oder Unterbieten der Bänder hinbewegt. Ich behaupte, wenn wir heute einen besseren Tag haben, also der Schlusskurs gestern, Moment, muss ich nochmal rein, was war das, 3228, ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, 3228,3, wenn der heute nochmal überboten wird, dann glaube ich, dass wir auch das All-Time-High, was wir hatten am 19.02., dass wir das zumindest mal angreifen. Das ist gar nicht so weit entfernt. Ja? Das ist vom 19.02. 3.387. Schauen Sie sich mal die Stochastik an. Ja, gibt ein Verkaufssignal. Aber ich habe nach wie vor das Gefühl, das gilt aber auch für DAX, das gilt für Dow, für Nasdaq, immer nach dem Motto, das kann doch nicht noch weiter steigen, das ist doch viel zu hoch, ich gehe mal short. Das ist gefährlich. Verkaufssignale in dem Sinne habe ich nicht. Auch hier ist es im Prinzip, bis auf eine sehr hohe Stochastik, ist alles okay. Ich habe euch mal einen Schein mitgebracht. Ich werde immer wieder angesprochen wegen dem Schein. Oh, wieso nehme ich jetzt so einen hohen Hebel oder nicht? Ganz ehrlich, ich schaue fast nie auf den Hebel. Dieser Schein hier, Basis 3000, den suche ich deshalb aus, weil wir dann hier unterhalb der 200-Tage-Linie und des unteren Bandes liegen und ganz leicht unterhalb des unteren, des letzten Verlaufstiefs. Das ist jetzt ein Hebel 16. Ich finde es jetzt nicht zu hoch, aber gut, das muss jeder für sich entscheiden. Ich selbst würde einen nehmen, der unter der 20-Tage-Linie liegt. Da liegen wir mal 100 Punkte drüber. Deswegen, ich schaue nachdem nie, ob ich jetzt nicht höher als einen 5er-Hebel mache, das tue ich nicht. Und wenn es zu hoch ist, dann muss ich ja nicht das volle Geld investieren, dann mache ich halt weniger. Aber ich lasse mich von diesem Weg da nicht nennenswert abbringen. Jetzt muss ich gerade eben schauen, 3.004,77. Gut, das ist der Schein, den ich ausgesucht habe. 3.004,77 im Moment. Und das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GC84YP. Da hole ich mir lieber nochmal die Brille. GC84YP, hervorragend. Wie gesagt, liegt hier. 16er Hebel halte ich für in Ordnung. Für die Leute, die denken, es geht hier weiter. Die Aggressiveren von euch gehen bitte unter die 20-Tage-Linie, aber da nenne ich jetzt keinen Schein zu. Schauen wir mal für einen Put. Und einen Put möchte ich gerne hinter das All-Time-High legen. Das ist also bei 3.390. Und da gehe ich auch hier auf Short, auf Unlimitiert. Ist schon ein Segen, dieses Tool. Was habe ich gesagt? Und da komme ich auf diesen Schein hier. Das ist ein 3408er, hat auch einen 16er Hebel. Und das ist die Kennnummer GB81NK, Gustav Bertha 81NK. Der wird allerdings bei mir erst aktiviert, wenn wir unter der 3000 sind. Das ist mir sonst zu früh.
Und der Markt sucht momentan noch eine Entscheidung. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.